nochmal für ein passendes Foto. Das heißt, es werden sich die Tankfahrzeuge hier aufreihen, also Tankfahrzeug, Panzer, Tankfahrzeug. Hier sehen wir jetzt, dass das Fahrzeug leicht ausgehoben wurde. Das ist an der Radstellung erkennbar. Die Rotschildschutzdüsen sind weiterhin in Betrieb und die Kollegen benutzen die klimatisierte Bedienung, um Licht in der Wärme zu halten. Kurz zu den Bundesheerfeuerwehren. Bundesheerfeuerwehren, das sind Feuerwehrbeamte in der Laufbahn des mittleren und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes, so wie wir hier stehen. Der Kollege gehört zu einer Bundesheerfeuerwehr am Roten Fußplatz in Munster. Ich selber gehöre zum Terrorführungskommando und jetzt folgt der Leitermann. Das sind natürlich Soldaten, also die Bundesheerfeuerwehr werden keinen Werkepanzer führen oder fahren. Wir haben den Auftrag im Inland, unter anderem mit Anzügen im Bereich der Flugplätze, der Marinenlandanlagen. Sinn. Nachlöscharbeiten, kein Hubschrauber. Also Nachlöscharbeiten in Regionen wie hier macht es keinen Sinn. Munitionsbelastung, der Sicherheitsabstand, der am Boden gilt, gilt auch in die Luft. Ja, wir haben halt entsprechend verschiedene Einsatzmöglichkeiten für diesen Hubschrauber mit diesem Außenlastbehälter. Wir können entweder, wie ich schon gesagt, punktgenau einzelne Brände löschen und so das Feuer versuchen einzudämmen. Alternativ können wir natürlich eine entsprechend große Fläche beregnen, das in mehreren Umläufen und somit eben eine große Menge Wasser auf vor allem auch unzugänglichen Stellen niederbringen, um eben die Ausbreitung eines Vegetationsbrandes einzudämmen. Bedeutet natürlich jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wir würden die Waldkante oder eine entsprechende Waldschneise immer wieder benässen und somit versuchen, das Feuer einzudämmen und an der Ausbreitung in Windrichtung entsprechend dann zu stoppen. Anflug Nummer 2, an der Geschwindigkeit geringerer Höhe. Genau, wir haben jetzt den Anflug aus einer etwas niedrigeren Höhe. Man sieht schon ein bisschen Wasser raustropfen. Das ist aber bei 5000 Liter erheblich. Wir haben dann einen Bordtechniker bei uns, der tatsächlich die Erdbewegung über den Smoking sich behält und eben auch den Abwurfpunkt. Und
und dann eben zum bestimmten Zeitpunkt anfängt, den... Sollte die Last zu sehr anfangen, hin und her zu pendeln, müssen wir eventuell Not abwerfen, weil sich diese Schwingungen auf den Hubschrauber übertragen können. Ansonsten beobachtet dieser Bordtechniker halt eben den Boden und die Abwurfstelle und versucht eben punktgenau auszulösen, sodass wir genau unser Ziel treffen können. Wir haben dann noch weitere Crewmitglieder eventuell, zum Beispiel jemanden, der hinten auf unserer Rampe liegt. Wir haben eine Laderampe hinten, um einfach auch nochmal eine Situational Awareness zu schaffen und die Umgebung im Blick zu halten. Ja, aktuell befindet sich die CH-53 wieder im Bereich des Seesitzer Sees. Wasser wird aufgenommen, der Außenlastbehälter ist schon wieder aus dem Wasser gezogen. Sie bewegt sich wieder in unsere Richtung. Jetzt hier nochmal zur Kommunikation. Es ist ja auch wichtig, dass der Pilot, das ist der eine Einsatzkampfhelikopter, die das Ganze hier mit koordinieren. Jetzt kommt der Punktabwurf und wird in Kürze den Downrush kennen bzw. die Abwinde, weil sich alle Büsche umlegen werden. Und dann wird punktgenau das Wasser abgeworfen. So, jetzt sieht man schon, wie sich die Baumwipfel bewegen und was im unteren Bereich passiert. Wie man jetzt schon sehen kann, die Baumwipfel bewegen sich und man sieht jetzt die Rauchfahne unserer dieses Nebeltopfes, wie diese sich eben aufbreitet und über die gesamten Bäume verteilt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir dort eine Flammenentwicklung haben, wird diese natürlich sofort in diesem Moment auf die umliegenden Bäume übergreifen. Gerade natürlich Nadelwälder oder ähnlich. Nach langer Trockenheit kann das natürlich dazu führen, dass wir, wie gesagt, eine Durchzündung bekommen und dieser gesamte Waldabschnitt im Endeffekt anfangen zu brennen. Ein Luftfahrzeug wird ein Brand niemals final bekämpfen bzw. löschen. Der Brand wird am Boden gelöscht. Das ist ein Werkzeug im Werkzeugkasten, der in Deutschland dringend erweitert werden muss. Ja, man hört es, die Geräuschkulisse, die CH-53 dreht. Es ist, wie gesagt, ein einzelnes Werkzeug, nicht für Nachlöscharbeiten gedacht. Das muss am Boden erfolgen. Das Feuer muss final am Boden bekämpft werden. Und wie gesagt, man muss überlegen, wann und wie kann ich dieses Luftfahrzeug anfordern.